Ach du Kacke, ja, so heißt die Region. Möchte jetzt besuchen. Man muss doch erst wie wild rumklicken, damit dann irgendwann mal was passiert. Sie betreten die Kandi-Stadt. Nur mit einer stabilen Versorgungskette können Sie den Gipfel der Elektronik-Bestenliste erklimmen. Das ist echt schwer. Ich habe es ja schon in einer diversen anderen Welt mal mich auf Elektronik spezialisiert. Ja. Das ist echt. Das war nicht. Aber das geht doch ganz schön ab. War nicht ohne? Nicht einfach. Na doch, nicht einfach, aber es geht halt ganz schön ab. Okay. Na, aber Alter, du hast hier echt die Hochhäuser des Zorns, ey, mit Swimmingpoolen auf dem Dach. Na klar. Nur Fakt. Die sind nämlich alle komplett nackt dort oben. Auch wenn die Swimmingpools hier teilweise in das Gebäude reinwachsen, aber naja. Ja, wie gesagt, ich hätte halt auch noch ein bisschen Platz. Gerade unten am Zipfel gibt noch einiges, da beim Solarkraftwerk. Ja. Da kann man noch ein bisschen was hinbasteln. Das steht echt auf einem Plateau, das Solarkraftwerk, geil. Geht gar nicht, ne? Wenn du in der Übersichtskarte guckst, dann ist das Plateau nicht da und das Kraftwerk schwebt in der Luft. Ach so, na doch, bei mir ist es da. Echt, bei mir nicht. Also jetzt, ja. Je nachdem, aus welchem Winkel man guckt. Jetzt habe ich auf den Button gedrückt, wo man in die Regionsübersicht kommt. Das kann man aber nicht machen, wenn man einen besucht. Man kommt nur in die Stadt zurück. Nee, ja, ich bin gleich wieder da. Ja. Die Zufriedenheit der Sims steigt, wenn sie Geld ausgeben. Ah ja. Sind keine Läden da, können sie auch Parks aufsuchen, um ihre Zufriedenheit zu steigern. Das heißt, man braucht gar keine Läden, wenn man andersrum keine Parks, wenn man Läden hat. Ich soll einen Ferienhafen aufbauen? Oder das kannst du dir ja schenken. Echt? Ja, ne, ich hab's ja gemacht und ich habe null. Naja, aber wenn ich jetzt auch noch einen hinbastel. Ja, ich habe ihn abgerissen. Ist aber ganz schön teuer. Ja. Und ich habe gerade kein Geld. Dann lieber mal einen Flughafen hinbauen. Oh, ja, dafür. Flughafen ist auf jeden Fall gut, wenn du Tourismus beziehungsweise. Ja, ich brauche auch den Fernhafen, ich auch benutzen. Zwecks Tourismus dann. Das ist ja alles ist auch von Sekunden. Nix aber mit dem Hubschrauber. Mit dem Flughafen den Vorteil, dass du Zugriff auf Hubschrauber hast für Polizei und Feuerwehr. Hm. Problem ist halt bei mir einfach, ich verdiene zu wenig Geld. Ich müsste entweder meine Ölquelle ausbauen. Das ist der Diamantpark, den ich nicht habe. Ja. Ganz unauffällig mit einem Diamanten. Ja. Der Crystal. Deinem Simoleon. Die Musik ist auch sehr entspannend, die da kommt, wenn du da bist. Ja, bei mir. Hörst du die? Das ist doch hier sowas Indisches oder so, ne? Ja, ich bin auch nicht so total chill out. Na, bei mir läuft im Hintergrund sowieso gerade Musik, deswegen ist das eher etwas überlappend. Überlappend. Hier links hast du auch noch Platz. Links? Wo links? Ja, am Stadteingang links oder ja, rechts. Ja, da kommt ja dann. Das Messegelände Casino. Hin. Achso. Und Casino eventuell noch, genau. Ob ich das platztechnisch hinkriege, weiß ich nicht. Zur Not wird wieder weggerissen. Wird planiert. Aber da. Also du hast zum Beispiel auch deine Straßennetze gar nicht so viel dichter gebaut als meins, dass ich sagen könnte, es liegt an meinem scheiß Straßennetz. Nee, das ist so normal. So baue ich eigentlich immer von der Dichte her. Du hast am Anfang relativ sehr auseinandergebaut. Sehr weit. Mittlerweile hat sich das ja schon gebessert. Also da gibt es ja nichts zu sagen. Was haben wir überhaupt nicht den Bedarf so an Industrie und Wohnung? Ich meine, gut, du hast ein deutlich größeres Industriegebiet als ich, aber. Ich habe halt bei mir auch das Arbeiterproblem. Das ist so wieder dieser Widerspruch. So viel Industrie wollte ich eigentlich auch gar nicht bauen, aber dadurch kriege ich halt momentan mein Geld so ein bisschen mit her, ne? Ja, doch schon. Du hast aber auch keine hohe Technikstufe, ne? Nee. Warum eigentlich nicht? Ich habe, obwohl ich ein Gymnasium gebaut habe. Das ist deine Grundschule vielleicht zu voll oder so? Es tut sich. Ich weiß nicht, wie viele Grundschulen du hast. Ich suche gerade. Es tut sich ja gar nichts. Ah, warte mal. Das Gymnasium ist dafür auch nicht gedacht. Ich müsste mal eine allgemeine Hochschule bauen. Daran kann es auch liegen, ja. Das Gymnasium ist nur eine Erweiterung für die Schule. Und die Hochschule ist dann eigentlich dafür da, um die Technikerstufe hochzutreiben. Frage ich mich jetzt nur gerade, hilft mir das weiter? Bringt mir das was? Auf Dauer gesehen, zwecks Geld. Oh, dein Geld kam übrigens. Erstmal 400.000, Alter. Ah ja. Ja, dann kann ich natürlich auch gleich. Und überhaupt. Ach nee, das Mosinger. Das hat ja nicht hingepasst, das Ding. Oh, ich würde das so lieben gern bauen. Schönes Hotel hast du hier.
Das Leuchtfeuer. Grey Guardian. Nee, Grey Gardens. Bullhinger. Bam. So, einmal ein Stadion bitte. Was kann ich da jetzt machen? Da kann ich ein Messegeländeschild aufstellen. Das mache ich doch. Dein Traumturm East braucht übrigens einen Park. Mein Traumturm East? Wo ist denn der Traumturm East? Das ist der hier. Ja, danke. Setz mir noch mal eine Pinnnadel drauf. Ping. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist hier an deiner Straße, wo es nach unten geht, hier runter geht mit der Brücke. Ja. Das Hochhaus, was da dran steht. Neben diesen komischen Runden hier mit diesem lustigen Dach. An der Straße unten geht Unterkunft Nikolas? Ja. Wie heißt denn das Runde mit dem lustigen Dach? Das heißt Hotel Passmal. Passmal? Keine Ahnung. Irgendwas Französisches nehme ich an. Dann heißen die bei dir anders. Achso. Hm? Dann ist das der, Meinst du jetzt beim Solarkraftwerk nach oben gesehen? Nee, oder? Nein. Das ist doch die große Straße. Die mit der Brücke, meine ich. Ach, da meinst du. Die Brücke, okay, ja. Und dort, wo? Wenn die Straße... Genau, das ist Hotel Passmal. Hm? Und daneben, rechts daneben, ist Traumturm East. Ach, der. Das Viertel braucht mehr Parks. Krasse Scheiße. Dabei ist direkt... Also wahrscheinlich für die Stufe halt. Das kann sein. Was ist denn das für eine Stufe? Das ist maximal, ne? Ja. Ja, wenn das so ist, dann bauen wir doch mal klassischen Park hin. Bevölkerungsboom. Ah, krass, wo sind die ganzen Einwohner gerade hergekommen? 50.000 Einwohner. Weiß ich nicht. Deine Stadt ist auf jeden Fall aber ganz schön betriebt. Betriebt. Hm. 50.000 Einwohner. Auch nicht schlecht. Die bauen immer noch wie die Bekloppten. Du hast eine sehr betriebte Stadt. Nur fuckt. Ja, wie gesagt, das habe ich ja auch... Alter, da kann man Veranstaltungen planen. Nice. Ja. Ja, dann machen wir das doch mal. Natürlich. Planung der Veranstaltung. Was machen wir denn da? Das ist egal, was du machst. Ach hier, Kosten? Ich empfehle dir aber das Erste. Kosten? Das Motorraddingens. Motorradding, ist das gut oder was? Ja, das also ist am effizientesten, weil es halt wirklich voll wird. Einwohner und Touristen der unteren Einkommensklasse. Aber ich möchte doch so, was für die Schnösel haben. Ja, weiß ich nicht. Ich muss da gucken, ob es da überhaupt was gibt. Zielgruppe, nicht, alle... Anwohner und Touristen der unteren oder mittleren Einkommensschicht ist eine Sportveranstaltung. Und das Rockkonzert. Unteren und mittleren. Achso, ich habe gar nichts für die Heinz Jünters. Ja. Na komm, dann machen wir hier gleich mal das größte Rockkonzert. Und wann geht das los? Veranstaltung für morgen geplant. Da warte ich doch mal ab. Ich weiß nicht, ob man da was sieht, ob dann oben das Dach aufgeht. Das wäre natürlich extrem nice. Nee, man hört nur Musik, wenn man in der Nähe kommt. Da kommt dann irgend sowas hier, so ein J-Pop oder so. Okay. Und, ja. Mal gucken. Das du verdienst ordentlich Kohle. Ich sehe schon, ich das kostet mich zwar 60.000, glaube ich. Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Machen wir es gleich nochmal. Das kostet mich zwar 45.000, verdiene ich aber auch 160.000 fast daran, ne? Ja, wenn es voll ist, ja. Also so 100.000 machst du schon plus. Geil. Dem Ding. Das kannst du täglich starten? Ja. Und da ist aber jetzt täglich was los in der Stadt. Das bringt richtig Geld. Dann könnte ich mir jetzt... Eine Stadt ist vor allem echt schön, dadurch, dass man die Industrie überhaupt nicht sieht, wenn man sich die Stadt so anguckt von der Seite. Ja, das stimmt. Dann könnte ich ja jetzt echt sagen, komm, wir gehen auf... oder wir reißen irgendwas weg und ich baue mir das Messegelände auch noch in das Profistadion. Geld hätte ich ja dafür. Da musst du gucken, ob das von der Auslastung her passt. Dann. Also Platz hast du auch so noch fürs Profistadion, zum Beispiel unten beim Solarkraftwerk. Ja, eben nicht. Ich weiß nicht, wo ich das anbinden soll. Das ist das Problem. Oder hier hinten, hier, wo, weiß nicht. Also du hast jetzt das Messegelände hier am Dings gebaut. Ja. Eingang, wenn du jetzt so Richtung Industriegelände gehst, da wo das Plateau sozusagen runtergeht, da ist nur so ein einzelner komischer Stelzenpark da. Weiß nicht, ob das da hinpasst. Was, so ein einzelner Stelzenpark? Obwohl, nee, das ist, glaube ich, noch größer als das Messegelände. Kann ich jetzt nicht gucken, weißt warte du, mal. Wie groß eigentlich das Sportstadion ist? Das ist doppelt so groß wie das Messegelände. Ja, ein bisschen größer. Und das halt. Lässt sich auch nur ganz bescheiden. Was sind hier? Nee, ich kann nichts auswählen, ja, nee. Keine Ahnung. Das lässt sich eben auch nur ganz, ganz bescheiden irgendwo platzieren. Ich hätte das jetzt gern noch irgendwo platziert.
Ich weiß aber nicht, wie ich das am dümmsten hinkriege. Musst du Wasser und Klärwerk abreißen. Du kriegst es von mir. Ich probiere es mal, was? Gucken, ob das funktioniert. Bei Nacht sieht die Stadt noch geiler aus, ey. Die leuchtenden Hochhäuser. Das funktioniert so nicht. Schade. Oh, und ich habe gerade Probleme. Was sind hier? Öffentliche Transportmittel? Was habt ihr denn für ein Problem? Nix. Auch gut. So. Stromproblem? Ich verzieh mich mal wieder. Gibt nichts zu sehen. Hau ab. Gut, also ich glaube, das Messegelände kriege ich nicht mehr mit hin oder das Sportstadion. Das ist einfach zu groß dafür dann. Deshalb gibt es wieder ein Problem. Was habt denn ihr für ein Problem hier mit dem Umstieg auf den Bus? Mache ich, was auch immer die jetzt wollen, bestimmt mehr Busse. Ne, da würde ich einfach sagen, mach mal erstmal ein kleines Päuschen. Ja. Achso, kein Strom, das ist das Problem. Das mache ich aber vorher noch. Das möchte ich gern noch fertig haben. Das möchte ich gern noch loswerden. Das habe ich verkackt. Entschuldigung. Voll verkackt. Kann ich hier hinten eine Straße lang bauen? Das wäre auch lustig. Kommt drauf an. Ich baue jetzt hinten mal eine Straße, einfach weil ich es kann. Was zu große Nähe. Und so wie ich diese verrückten Autofahrer kenne, werden die das auch nutzen. Es wäre echt cool, wenn ich dir zum Beispiel halt die Wasser- und die Klärversorgung komplett abnehmen könnte. Oh ja. Weil dann könnte ich aus meiner Stadt wenigstens irgendwas Sinnvolles rausholen. Ich glaube, da ist schon Hopfen und Malz verloren. Danke. Bitte. Immer wieder gern. So, jetzt habe ich ein paar mehr Windparks aufgestellt. Grünes Wasser habe ich ja auch nicht so viel. Dann gibt es tagsüber natürlich noch ein bisschen mehr Solarkraft. Hab ja einen Haufen Geld bekommen. Dann nutzen wir ja, wenn das. Achso, na, die Veranstaltung wird noch nicht rum sein, aber. Ach ja, da kommt ja auch nochmal. Ja, ich hab gerade, wie gesagt, das Stromproblem. Das gibt sich aber dann mit der Zeit wieder. Wir haben 52.000 Einwohner, das ist ziemlich viel. Stromproblem? Soll ich dir noch Strom verkaufen? Ich mache jetzt nur noch Dienstleistungen für dich. Du bist so lieb. Guck ich mir die Messer nochmal genauer an. Naja. Los, du Sau, kauf Strom von mir. Nee, ich hab dir das Geld wieder. Problem eigentlich gerade mehr oder weniger gelöst. Ja, dann reiß den Windpark weg und bau da irgendein anderes tolles Gebäude hin. Mach mich nutzvoll. Ich mach dich nutzlos, mach mich kein nutzlos. Thema. Ich mach dich jetzt nutzlos, indem ich einfach sage, danke fürs Zusehen. Je nachdem, wie ihr entscheidet, wir werden definitiv auf jeden Fall beim nächsten Mal eine neue Region anfangen, wo wir einfach mehr Platz haben und mehr Möglichkeiten. Welche das ist, das entscheiden wir dann, wenn es soweit ist. Falls ihr trotzdem noch weitersehen wollt oder sehen wollt, wie es hier weitergeht, sagt Bescheid. Bis dorthin oder bis dahin sage ich... Nicht. Doch, vielleicht schon. Bis dahin sage ich einfach schon mal danke fürs Zusehen, ciao, ciao und immer schön Hasute schauen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together SimCity mit dem Sabowzel und mir, dem Molotow. Willst du noch Tschüss sagen? Nö. Gut.